Mich ist der Krieg hier beendet. Ich entlasse euch. Sehen Sie nicht, dass wir unbewaffnet sind? Gefangene kann ich nicht gebrauchen. Kommt raus, ihr Hunde! Ich will die Sache hier zu Ende bringen. Nun kommt schon raus! Diese Mistkerle wollen uns umlegen. Ganz ruhig. Haben Sie Mitleid mit uns? Sie haben gesiegt, aber lassen Sie uns am Leben! Wir sind Ihre Gefangenen! Der hatte sowieso nicht mehr lange zu leben. Das können Sie doch gar nicht beurteilen, Captain. Diese Männer haben sich tapfer geschlagen. Sie haben sie zwar besiegt, aber sie haben tagelang ohne Munition und Lebensmittel durchgehalten. Man sollte sie als Helden feiern und nicht abknallen. Wer bist du? Was hast du hier verloren? Bist du der Sohn von General Lee oder von Custer? Ich bin einfacher Sanitäter. Tatsächlich? Ich würde dich eher für einen Feigling halten. Oder für einen miesen kleinen Heckenschützen. Und was treibst du da? Nein! 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 Bitte nicht, Captain! Bitte! Bitte nicht! Ich habe Familie! Verschonen Sie mich! Ich bin verwundet! Siehst du denn nicht, wie er leidet? Du darfst ihn erlösen. Nun mach schon. Es ist deine Aufgabe. Es gibt nur eine Art, wie man seine Schmerzen lindern kann. Indem du ihn tötest. Ich befehle dir, töte ihn! Nein, tu es nicht! Nun mach schon! Nicht. Du brauchst ihm nicht zu gehorchen. Er hat uns nicht zu gehorchen. Ich komm durch, ich schaff das! Warum zögerst du? Du brauchst doch nur den Finger krumm zu machen. Der Colt macht ein hübsches Geräusch. Nur Mut, Junge! Leg ihn um, Kid. Ah!
Nein, Captain. Wir sind doch Ihre Gefangenen. Wir machen, was Sie wollen. Wir wollen Ihnen immer gehorchen. Bitte legen Sie uns nicht um. Ihr verdammten Scheiß-Südstaatler! Das kann ich, aber du musst noch lockerer werden. Du musst die Pistole einfach schneller ziehen. Wenn du eine Ewigkeit brauchst, bis du das Ding aus dem Halfter gefischt hast, bist du ratzentoter Mann. Ich sag dir, eine Pistole ist wie eine Frau. Wenn du sie zu fest hältst, dann drückst du sie. Und wenn du sie zu locker lässt, entwischt sie dir. Du darfst noch mal schießen. Jetzt versuchen wir mal, die Knöpfe zu treffen. Jammer schade, dass du so spät mit dem Schießen anfängst, sonst hätten wir den Krieg vielleicht gewinnen können. Genau, das habe ich auch gesagt. Der Kleine ist zu spät dran. Jetzt kann er nur noch Truthähne schießen. Igitt, wer will schon toten Truthahn essen? Der Junge sollte zu den Rangers gehen. Adios. Ich habe noch eine Verabredung mit dem Totengräber, also macht's gut. Das ist kein Beruf für dich. Das ist ein Trauerspiel. Du kannst dich ja noch nicht mal am Sattel halten, Junge. So geht das nicht, wirklich nicht. Du sitzt ja auf dem gaulien Sack Bohnen. Du wirst so lange üben, bis du dir das Rückgrat gebrochen hast. Männer, ihr seid zum Heulen. Ich bin nicht zufrieden mit euch. Ihr seid ein Haufen Waschlappen, die auf dem Pferd überhaupt nichts zu suchen haben. Das kann einem ja die Tränen in die Augen treiben. Und wie sieht's mit dem Faustkampf aus? Du voller Sack, kannst mir eine drücken. Du hörst schon zu. Versuch, ob du mich triffst, na? Ja? Du musst noch ein bisschen schneller werden. Und wenn du angreifst, solltest du dein Gehirn benutzen, falls du eins hast. Ich gebe dir Revanche. Ja? Oh, jetzt zeig mal, was du kannst. Der Kerl ist ein richtiger Blindgänger. Solche Männer kann ich nicht gebrauchen. Ihr seid allesamt Schlappschwänze.
Du, Kleiner, darfst du mir mal den Bart streicheln, aber schön kräftig. Das muss doch nicht sein, oder? Ach. No. Warte, Junge. Gib ihm mal das Gewehr. Vielleicht kannst du auch noch schießen. Nein, doch nicht auf die Truthähne. Die sind noch nicht fett genug. Schieß auf irgendwas anderes. So einen Mann kann ich gebrauchen. Manchmal sind meine Tipps gar nicht so übel. Du hast doch bestimmt auch Durst. Hier. Du willst natürlich lieber Whisky. So werden neuerdings Rangers getauft. Ja. Erstmal für eine Weile Fettlebe. Wir können uns wirklich nicht beklagen. Das reicht für alle Weiber im Saloon und noch mehr. Das müsste jeden Tag so laufen, oder? Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Ich habe nicht Lust, dauernd meinen Kopf hinzuhalten. Davon gibt es Kopfschmerzen. Hier, Amigo, das ist für dich. Muchas gracias, Mike. Ja, du hättest auch Danke sagen können, dann hätte ich es verstanden. Wenn wir mal wieder was mit dem Bankgewerbe zu tun haben, dann holen wir dich, mein Junge. Mach deinen Job ganz gut. Sag mal, was willst du von uns, Junge? Ich bin Sando Kid. Er ist ein Ranger. Halt den Mund. Ich muss euch mitnehmen. Tot oder lebendig? Ich glaube, da hast du dir viel vorgenommen, Junge. Meine Pistole geht verdammt schnell los. Darauf wird es nicht ankommen lassen. Alles, was ich nicht gesehen habe, das glaube ich nicht. Ich muss euch leider festnehmen. Eisen soll sehr geduldig sein. Das habe ich auch gehört. Thank you.
Ich muss dir als Ranger gratulieren. $1,500? Nicht schlecht für den Anfang. Du hast die drei sauber von der Bildfläche geputzt. Daraus lernst du, dass sich hinter jeder großen Fresse auch ein ganzer Kerl steckt. Mit der letzten Bank haben sie sich übernommen. Kann man so sehen. John! Hey, John! Sandro Kid. Los. Hey, Kid! Scheiße, das ist ja John. Mist, wo hat er die Handschellen her? Ich hab für euch auch welche da. Das sind ja John und seine Männer. Ja, ich musste sie verhaften. Was heißt verhaften? Die sind tot. Auf dem Steckbrief stand, tot oder lebendig, und daran halte ich mich. Waren die auch auf dem Steckbrief? Hier sind die lokullische Beilage. Immer wenn ich Truthähne sehe, muss ich an einen Freund denken. Der ist bestimmt auch tot. Friede seiner Seele. Wer redet von Frieden? Und vor allem von seiner Seele. Der Junge ist quietschlebendig, dem geht's großartig. Hey, Kid. Ich bin wieder zurück, Captain. Hast du ordentlich aufgeräumt, Junge? Wenn John und seine Bande nicht unter die Erde kommen, riecht's bald draußen. Aber ihre Seele schicken wir in den Himmel rauf. Ich glaube nicht, dass sie dahin gehört. So. Das geht zu den Akten. Hallo. Wie sieht es mit meinem Urlaub aus, den Sie mir versprochen haben, Captain? Der ist genehmigt. Du wirst in deine Heimat reiten, nach Springfield. Also dienstlich. Du wirst das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich habe eine Meldung, wonach sich eine Gruppe von Abenteurern dort festgesetzt hat und ein bisschen für schlechtes Wetter sorgt. Wenn ich mich nicht täusche, soll auch ein alter Bekannter von dir dabei sein. Ich wünsche dir viel Glück und räume mal ein bisschen auf da drüben, ja? Das ist genau, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann viel Glück, Junge. Danke. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich Turner überzeugen konnte. Als nächstes machen wir uns an den Grund und Boden von Mr. Beller ran. Vor allen Dingen seine Weide will ich haben. Und danach brauche ich das Gelände von Burton und Carson. Ich kann Ihnen versichern, dass die Übernahme der Grundstücke nicht lange dauern wird. Wenn die Arbeiten an der Eisenbahnlinie soweit sind, gehört uns alles. Was machen wir, wenn sich jemand dagegen sträubt und nicht verkaufen will? Aus Erfahrung weiß ich, dass jeder Mensch verwundbar ist. Entdecke die Schwächen deines Gegners und du hast ihn in der Hand. Das ist eine alte Indianerweisheit. Ich verspreche euch, die Schwächen finde ich. Und wenn Sie lediglich eine Frage des Preises sind, woher wollen Sie eigentlich die notwendigen Mittel hernehmen?
Dafür habe ich doch überaus gute Bankverbindungen. Die Bank von Springfield ist ein relativ kleines Unternehmen. Ich kann ihr nicht noch mehr Liquidität entziehen, als ich bereits getan habe. Ihre Liquiditätsprobleme sind mir egal. Lösen Sie sie allein. Hier hast du 2000 Dollar, Morris. Gut. Der Vertrag ist unterschrieben. Das Land gehört jetzt Graydon. Er lässt dir auch herzlichen Dank ausrichten. Du und deine Söhne, ihr habt ein gutes Geschäft abgeschlossen. Mr. Graydon ist Ihnen für die Mitarbeit dankbar, Sheriff. So haben wir sogar einen amtlichen Zeugen für den Grundstücksvertrag. Dann wollen wir mal nach Hause reiten, Jungs. Okay. Alles klar. So, hey, vorwärts. Hey, hey. Ihr habt doch was vergessen, ihr Schweine. Auch ich habe einen amtlichen Zeugen. Sie haben genau gesehen, wie er mich bedroht hat. Da sollte ich die Finger von lassen, Morris. Nehmen Sie den Kaufvertrag mit. Hier ist das Geld, Mr. Gray. Grundstücksgeschäfte wickelt man strikt nach dem Wortlaut des Gesetzes ab, nicht wahr, Sheriff? Der Vertrag ist gültig und von mir bezahlt worden. Gentlemen, Mr. Graydon tut nichts Ungesetzliches, wenn er Sie bittet, Ihr Land zu verkaufen. Aber er zwingt uns mit Gewalt dazu. Er versucht, alle hier in der Gegend zu erpressen. Mir hat er auch geraten, zu verkaufen. Sonst sorgt er sich um meine Gesundheit. Und um meine auch. Meine Frau hat schon gesagt, dass ich verkaufen soll. Was soll ich denn machen? Du verkaufst nicht. Auf gar keinen Fall kriegt dieses Schwein unser Land. Wenn wir uns einig sind, dann beißt er auf Granit und hat keine Chance. Was soll ich denn machen? Was kann ich dagegen tun? Mich verteidigen. Wir sind in der gleichen Situation. Aber ich warne euch, tut nichts Ungesetzliches. Lasst erst mal ein paar Wochen ins Land gehen und ihr werdet sehen, die Sache regelt sich von ganz allein. Unsinn. Graydon schläft doch nicht. Angeblich bietet er uns mehr, als unser Land wert ist. Da muss doch ein Trick dabei sein. Genau. Irgendetwas hat er damit vor. Aber eins verspreche ich euch, auch dir, mein Sohn. Mein Land kriegt er niemals. Jetzt mal abwarten, Burton. Nun hör schon auf, mir was vorzuspielen. Wir sind noch lange nicht am Ende. Und noch ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass dein Vater jetzt überzeugt ist. Da kommt ja Senior Burton. Den brauchen Sie hier nicht. Wir haben unseren Geschäftspartner schon erwartet. Wo haben Sie meinen Sohn? Den bekommen Sie schon noch zu Gesicht.
Hier sind 5000 Dollar für ein Stück Land, das aus Felsen besteht. Eigentlich muss ich verrückt sein, aber ich habe mich schlichtweg verliebt. Also, Mr. Burton, ich stehe zu meinem Wort. Unterschreiben Sie. Wo ist er? Unterschreiben Sie, bevor ich es mir überlege. Setzen Sie sich doch, Sir. Wie Sie sehen, ist auch das Gesetz vertreten, als amtlicher Zeuge sozusagen. Bitte sehr. Junge! Vater, Vater! Oh Gott, Junge! Sehen Sie, Mr. Burton, da haben Sie Ihren Sohn. Ich weiß gar nicht, weshalb Sie sich so aufregen. Die paar kleinen Schrammen sind sozusagen Transportschäden. Dürfte ich noch um ein Gepäck bitten? Das sind die drei großen Koffer dort und der kleine, ja? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie noch reinbringen können. Selbstverständlich. Herzlichen Dank. Ich brauche ein Zimmer. Sie, Senor. Eins, das ruhig ist und allen Komfort hat. Hier, bitteschön. Wenn es sein muss. So, das reicht hoffentlich. Sando Kid? El Senor Kid? Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ich muss sagen, Sie sind ein hübscher Bengel geworden. Kann sein, aber der Annäherungsversuch ist ein bisschen plump. Ihre Angehörigen leben hier wohl nicht mehr. Ja, die sind schon lange tot. Ich bin hier, weil ich Heimweh hatte. Jetzt reicht den Schlüssel rüber. Geleite den Senior bitte hinauf zum Luxuszimmer. Ihr Parfum ist aber ganz schön aufdringlich. Das ist Fleur de Rocaille, Mensch. Ich weiß, ich handle damit. Ach, reizen, reizen. Oh, guten Tag. Ich bin entzückt, Signore. Kent, servier uns bitte ein Gläschen. Zur Begrüßung. Setzen Sie sich. Sehr schön. Scheint alles renoviert zu sein. Ja, wir sind das modernste Hotel hier am Platz. Ja, nur der Platz ist ein bisschen vermufft. Ja, das fällt mir auch immer auf. Wenn man von einer Reise kommt, ist es so ruhig hier. Hey, ich frag euch Leute, worauf wartet ihr noch? Wollt ihr vielleicht, dass wir uns zu Bettlern machen? Kommt endlich raus und nehmt das nicht hin, was hier geschieht. Es ist an der Zeit, die Rechnung mit Grayton zu begleichen. Mein Sohn ist tot. Sie haben ihn langsam zu Tode gequält. Sie wollen mir mein Land wegnehmen. Kommt und helft mir. Vorwärts! Was steht hier so rum? Nun kommt schon raus und helft mir. Wo bleibt ihr, Männer? Er wird euch einen nach dem anderen fertig machen. Ausquetschen wird er euch. Endlich ist hier was los, Mabel. Morris war doch das beste Beispiel. Macht endlich auf! Was glaubt ihr, wovon ich rede? Mein Sohn hat mit dem Leben bezahlen müssen. Grayton! Bringen wir es hinter uns. Ich bin hier, um dich umzubringen. Weshalb? Weil ich dir für dein Land einen Haufen Dollar bezahlt habe? Das Land interessiert mich nicht mehr. Du hast meinen Sohn auf dem Gewissen. Ich will dich den Hyänen zum Fraß vorwerfen. Deine Zeit ist endgültig abgelaufen. Verteidige dich, du widerliches Schwein! Das tue ich mit dem größten Vergnügen. Du willst mich also umlegen, ja? Versuch's doch. Und schieß schon. Ich will sehen, wie du den Revolver ziehst. Na los, Burton.
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, nimm unseren Bruder Burton in dein Himmelreich auf. Herr, wieder muss ich einen begraben, der den Colt nicht schnell genug gezogen hat. Er hat wieder einen Unschuldigen getroffen, einen Menschen, der nichts dafür gekonnt. Hey, Kid! Oh mein Gott, ich danke dir. Brown! Hey, du bist doch nicht etwa Mönch geworden? Und du bist leichtsinnig geworden. Wo hast du denn die Pistole, die dich beschützen soll, mein Sohn? Was habe ich dir nicht alles beigebracht? Habe dir Unterricht gegeben? Ist das verlorene Mühe? Kümmer dich lieber um einen ehrlichen Christen, Bruder. Lass diesen Banditen im Staub liegen. Er hätte sowieso in den Armen des Teufels geendet. Das ist doch wohl seine Sache. Oder sehen Sie nicht, dass er ihm den Segen gibt? Wenn ich Ihren Rat brauchen sollte, dann hole ich ihn ein. Sie haben doch den Kampf beobachtet und haben gesehen, dass ich der Schnellere war. Nein, ich habe überhaupt nichts gesehen. Es gibt eine Menge Zeugen. Was ist hier los? Er wollte mich umlegen. Das können alle bezeugen. Fast alle. Ich dagegen habe nichts bemerkt. Ich habe das Gefühl, dass der Gentleman Streit haben will. Der Herr sagt, wer mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen. Und dass sie jemand erledigen wird, sagt die Heilige Schrift. Ich dagegen halte mich aus allem raus, denn ich weiß nicht einmal, wie ein Schwert aussieht. Sie sind ein sympathischer junger Mann. Sind Sie zurzeit aus beruflichen Gründen hier in Springfield? Nein, ich besuche nur Freunde. Dazu könnten Sie mich auch zählen. Wir müssten uns nur näher kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ich das für nötig halte. Ich bin nämlich beleidigt, wenn man mir auf die Hühneraugen tritt. Und das haben Sie getan, Senior. Sind wir beide uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Ich weiß nur nicht, wo. Wer sind Sie? Denken Sie darüber nach. Eines Tages wird es Ihnen einfallen. Adios. Jetzt haben wir einen Kunden weniger. Dafür hat der Totengräber jetzt einen mehr. Er war ja auch ganz schön bescheuert. Mit Grayton würde ich mich nicht einlassen. Sei doch kein Dummkopf, Carson. Die ganze Ranch mitsamt der Ernte, alles zusammen ist nicht ein Zehntel dessen wert, was ich dir anbiete. Ja, ich bin dumm, aber ich verkauf nicht. Na schön, Carson. Dann mache ich Ihnen eine andere Offerte. Wir könnten ein hübsches Paar sein. Das wäre eine schöne Fusion unseres Kapitals. Leonor sucht sich hier einen Mann allein aus. Bei uns steht nur die Ernte zum Verkauf. Ich lasse mich nicht zum Narren halten. Seht euch um, meine Männer werden langsam nervös. Ich will das Land und ich werde es bekommen. Wir verkaufen nicht, Grayton. Hab ich Sie um Ihre Meinung gefragt? Seit wann dürfen Krüppel mitreden? Hey, da bist du ja, mein Freund. Sandor Kid. Guten Tag, wie geht's? Oh, Kid, was für eine Überraschung, mein Junge. Wir haben nicht mehr gehofft, dich wiederzusehen. Du bist ja so lange fort. Die Welt ist rund und wenn man losreitet, kommt man beim Ausgangspunkt wieder an. Hey, Carson. Wie geht's dir, Kid? Du siehst ja aus wie aus einem Modekatalog. Aber besser als dieses kleine Stöckchen wäre ein Colt. Kennst du das Mädchen da drüben noch? Wo? Oh, Leonor. Als ich Springfield verließ, warst du einen halben Meter kleiner. Du hast mir damals so viele Puppen geschenkt. Die habe ich alle noch, glaubst du das? Das ist ja wirklich toll. Aber diesmal habe ich dir was anderes mitgebracht. Oh. Tja, das kommt aus Paris. Von mir kriegst du nur das Beste. Oh, was für eine bezaubernde Idee, Kip. Ja, der Junge ist einfach hinreißend. Bringt hier hübsche kleine Begrüßungspräsente. Mr. Gray. Schon gut, schon gut. Ich hatte bereits das Vergnügen. Tja, überall begegnen wir uns. Das vertieft das Kennenlernen, das Sie ja angeregt haben. Also ich bin hier, weil ich Parfum verkaufe. Und Sie? Sie kaufen Land. Dann haben wir ja kaum noch Gelegenheit, uns auf die Hühneraugen zu treten. Ja, ganz richtig erkannt. Wir haben unterschiedliche Interessenlagen. Ich bin in den Niederungen des Einzelhandels tätig und Sie bewegen sich in der Hochfinanz. Das stimmt, ein gewisser Erfolg gibt mir recht, weshalb sollte ich das leugnen? Und lassen Sie mich eins sagen, ich habe ehrgeizige Projekte. Ja, ich habe bereits davon gehört. Sie wollen aus Springfield eine Art Eisenbahnknotenpunkt machen und damit den wichtigsten Handelsplatz im ganzen Staat schaffen. Wie ich höre, sind Sie bestens informiert.
Wenn hier erstmal eine Eisenbahnstation ist, werden die Herden hier zusammengetrieben und zu den großen Märkten weitertransportiert. Ja, und dafür werden Sie einen ziemlichen Wegzoll kassieren, weil Ihnen das ganze Gebiet gehört. Die ganze Gegend wird davon profitieren. Ich war gerade dabei, Carson ein gemeinsames Geschäft vorzuschlagen. Eines schönen Tages geht der Hase mit dem Löwen eine Ehe ein. Aber der Bund fürs Leben kostet ihn den Kopf. Ein hübscher Scherz. Warum treffen wir uns nicht nachher im Saloon? Dann könnten Sie eine Partie Poker mit mir spielen. Einverstanden. Ach, übrigens, Mr. Grayton. Ich stehe Ihnen immer zu Diensten. Bitte. Vielen lieben Dank. Ein gewisser Mr. Beller erwartet Sie im Saloon, aber nicht, um mit Ihnen zu spielen, sondern um Ihnen sein Land zu verkaufen. Er schien mir nicht sehr begeistert. Er ist wie ein schwankend Rohr im Winde. Aber Sie werden ihn sicher überzeugen, schätze ich. Sie haben doch gute Argumente parat. Los, vorwärts, Männer! Hey! Ja! Ja! Hey! Kid! Ja? Komm her! Erinnerst du dich noch an ihn? Es ist Wildfang. Oh, der ist aber groß geworden. Als ich wegging, war er in Fohlen und reichte mir bis zur Schulter. Er lässt sich nur noch von mir reiten, da ist er ganz eigen. Man sieht, er hat einen guten Geschmack. Ich möchte ihn dir schenken. Oh, danke. Darüber freue ich mich sehr. Ich sag dir, Kind, es endet damit, dass Bella schließlich auch verkauft. Und du bist der Einzige, der was dagegen unternehmen kann. Du musst dich in die Sache einmischen. Immer verlangst du von mir, dass ich mich in irgendetwas einmische. Du hast es gut, du bist Mönch geworden und hältst dich aus allem raus. Du bist der Einzige, der die Kraft dazu hat. Und wenn du es nicht tust, werde ich um Gottes Erlaubnis bitten, dass ich dich dazu zwingen darf. Ich hätte auch mal wieder Lust, deine Pistole in die Hand zu nehmen. Bella! Nun mach schon auf! Wir krümmen dir kein Haar! Du musst nur den Vertrag unterschreiben! Niemals werde ich das tun! Bestell das, Grayton! Los, Bella, mach auf! Du sollst aufmachen! Ich sag dir, das ist das Beste für dich! Los, hier rüber! Holt mir Munition! Deckung! Sie ist getroffen worden! Nun unternehmt etwas, dieser verdammte Grayton, dieser Mörder hat meine Tochter auf den Gewinn! So, das schreibt mein Schall auf die Ruhe! Ihr seid Banditen! Banditen seid ihr! Wir haben meine Tochter auf den Gewinn! Kommt rein! Kommt rein, ihr Banditen! Mein Mann unterschreibt! Endlich bist du vernünftig geworden, Bella. Das wird Grayton freuen. Nehmt euch, was ihr wollt. Aber beeilt euch, denn wir verlassen noch heute die Farm. Aber warum denn, Mr. Bella? Ihr könnt in Zukunft für Grayton arbeiten. Er will doch nur euer Land Niemand haben. Wird für Grayton arbeiten. Kaufen.
ist ein Full House. Steigen? Ja. Selbstverständlich. Natürlich. Wie ich sehe, haben Sie Glück. Aber nur im Spiel. Tatsächlich? Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Sie sehen so aus, als ob Sie auch Glück in der Liebe hätten. Das ist durchaus möglich. Auch wenn es einem die Frauen manchmal nicht sehr leicht machen. Willst du noch mitspielen, Casanova? Natürlich. Kommt ihr nie drüber. Verdammter Falschspieler! Auf euch ist eine hübsche Prämie ausgesetzt. Ich bin gekommen, um sie mir zu verdienen. Sind Sie auf der Durchreise hier? Sind Sie der Sheriff? Ich heiße Lee Grayton. Oh, dann hätte ich Sie um Erlaubnis bitten müssen. Denn es waren Ihre Männer, stimmt's? Drei Banditen auf einen Schlag. Das passiert nicht oft. Wem haben wir das zu verdanken? Einem einfachen Kopfgeldjäger. Das habe ich mir beinahe gedacht. Aber ich wollte Ihren Namen wissen. Man nennt mich Dollar, wie das gleichnamige Zahlungsmittel, das jeder von uns mag. Und wie heißen Sie, Madame? Ich bin Mabel, Sir. Was ist hier passiert? Ich habe schon auf Sie gewartet, Sheriff. Stellen Sie sich vor, man wollte mich abknallen. Ich bin ganz erstaunt. Ich habe gerade erfahren, dass die drei gesucht werden. Die sind doch gut getroffen. Das sind sie. Es hat alles seine Ordnung. Das hat niemand bezweifelt. Und dann habe ich noch drei, die draußen vor der Tür liegen. Und somit schulden sie mir 1.800 Dollar. Wann kann ich vorbeikommen und abkassieren, hä? Kent! Ich eile!
Ruf den Totengräber. Ja, Sir. Wenn Sie mir erlauben, dann möchte ich einen kleinen Obolus für das Begräbnis dalassen. Man hat mir erzählt, dass hier niemals Langeweile aufkommt. Es macht uns große Freude, die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen. Wirklich alle Wünsche? Jeder bekommt das, was er verdient. Und noch nie hat sich jemand beschwert. Es geht mir nicht aus dem Kopf, dass Bello gestern bei dem Grundstücksgeschäft einen Schutzengel gehabt hat. Es war jemand mit einem großen Hut und einem weiten Mantel. Haben Sie schon einen Verdacht? Das kann nur ein Fremder gewesen sein. Sehen Sie zu, dass Sie ihn fangen, bevor er nochmal meine Pläne durchkreuzt. Hör zu, Angel. Du bleibst dran. Denn beim nächsten Mal kann es sein, dass er dich in 1000 Stücke pustet. Ich will dich nicht auch noch verlieren, verstanden? Darf ich dem großen Kopfgeldjäger einen Drink anbieten? Aber immer doch. So, Jungs, ihr könnt wieder aufstehen. Wir nehmen die Arbeit wieder auf. Jetzt wollen wir alle mal ordentlich reinhauen. Hier wird überhaupt nicht reingehauen. Alles hört auf mein Kommando. Also, wer hat euch eigentlich erlaubt, hier zu bauen? Ihr täuscht euch gewaltig, wenn ihr glaubt, dass die Trasse der Eisenbahn hier lang geht. Das ist Willkür. Hört sofort auf und brecht die Zelte ab. Das ist ein Befehl von Grayton. Stellt sofort die Arbeiten ein. In einer Stunde will ich hier niemanden mehr sehen. Ihr habt hier nichts verloren. Ihr sollt die Arbeit einstellen, verstanden? Sag mal, bist du taub? Was soll denn das? Hä? Nimm deinen Krempel hier weg. Na. Kannst du mir erklären, was hier vorgeht? Wer hat die Arbeiten veranlasst? Ich weiß, ihr seid nicht berechtigt dazu. Dagegen kann ich nichts machen. Ich bin hier noch Vorarbeiter. Andere. Wir sind jetzt alle Eigentümer des Landes. Was seid ihr Eigentümer? Ihr seid wohl verrückt. Bist du etwa auch Eigentümer? Nein, ich bin nur Landvermesser. Das ganze Gebiet wird jetzt von der West Company verwaltet. West Company? Was ist denn das? Na, das werden wir ja sehen. Sie haben vergessen zu klopfen. Wen wünschen Sie bitte? Den Chef des Ladens. Darf ich Sie um Ihren Hut bitten, Sir? Mr. President? Mr. President? Hallo, Sir. Das darf nicht wahr sein. Schon wieder Sie. Ja, schon wieder ich. Nun, Mr. Grayton, ist Ihnen eingefallen, wo wir uns kennengelernt haben? Kit, ich habe keine Zeit für Ihre Scherze. Ich verlange eine Erklärung. Was hat das alles hier auf sich? Können Sie sich das nicht denken? Die Idee habe ich von Ihnen übernommen. Ich habe mir gesagt, Parfums, Cremes, Schminke, was sind das schon für Aussichten? Aber wenn man dagegen Grundbesitz hat, kann man es ganz schön weit bringen. Wie Mr. Grayton. Ich möchte auch mein Glück versuchen. Wissen Sie was? Mein treuer Vater hat immer gesagt, such dir ein Vorbild und du wirst das Geld scheffen. Kommen wir zur Sache. Ich möchte über den Erwerb des Gebietes verhandeln. Über alles? Ja, alles, en bloc. Nicht übel.
Machen Sie mir ein Angebot. Was schlagen Sie vor? In dem Fall müsste ich die Gesellschafter befragen. Gesellschafter? Ja, natürlich. Wen denn sonst? Ja, ich muss die rechtmäßigen Besitzer fragen, ob sie ihren Anteil verkaufen. Solche Geschäftspartner gefallen mir überhaupt nicht. Wir sollten uns nicht gegenseitig auf die Hühneraugen treten. Ihre Komödie wird zur Tragödie. Das sage ich Ihnen, Kit. Santa Maria mea culpa. Ach was, in Spiritus Santus und im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Spiritus. Es Santus und vergib uns unsere Schuld. Mea culpa, mea maxima culpa, heilige Maria, Mutter Gottes. Hey, heiliger Bruder, was gibt's denn? Geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Und auf Erden ist eine Menge los. Und der Herr spricht, sieh dich um, mein Sohn. Das Leben ist voller Überraschungen. Die sollten eine Überraschung für mich sein. Oh, da liegt noch Bruder Braun. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Na, heiliger Bruder, sehen Sie Mabel? Braun ist das jedenfalls nicht. Aber wie haben Sie das geschafft? Allein gegen vier. Tja, wissen Sie, auch als Parfümhändler muss man sich durchschlagen können. Dann rufen wir mal den Totengräber, nicht wahr? Ja, jetzt lachst du. Das ist typisch für dich. Sie sind durch deine Schuld gestorben. Zieh dir das Büßerhemd an. Ich habe ihnen meine Kutte nicht gegeben. Wer weiß, vielleicht haben sie die einem Kollegen von mir geklaut. Irgendwann muss hier was passieren. Grayton ist nicht der Typ, der stillhält. Der ist verdammt clever und wird ein starkes Geschütz erfahren, um die West Company von der Bildfläche zu putzen. Aber Kit, wer wird denn verzweifeln? Wir sind ausgeschlafen, die Jungs. Wir haben Gott auf unserer Seite. Kid, du musst sofort mit mir mitkommen. Wo brennst denn, Kid, komm schnell mit zur Ranch. Ich kann es dir nicht erklären. Ich bitte dich, komm mit mir mit. Komm schnell. Leonor, was ist los? Leonor, warte doch eine Sekunde. Ich brauche meine Pistole. Da ist er schon. Das hat sie gut gemacht, die Kleine. Nehmen Sie das Ding weg! Oh, Leonor! Oh, Otto. Oh. Da bist du ja, Sandor Kid. Freut mich, dich zu sehen. Du kannst ja schon mal den Anzug ausziehen. Es könnte sein, dass er sonst schmutzig wird. Du, jetzt werden deine Klamotten dreckig. Hast du mal auf uns gehört? Grayton hat vorgeschlagen, dass du doch lieber mit Parfum handeln solltest. Los, steh auf! Lass ihn los! Lass ihn in Ruhe! Jetzt bin ich wieder dran. Na, komm mal hoch, mein Junge. Hört auf, Schluss jetzt. Nein, ihr bringt ihn ja um. Sag mal, lernst du das nicht? Du sollst gerade stehen. Mach, dass ihr wegkommt, ihr Feiglinge. Es ist nicht ratsam, Grayton auszutricksen. Und du bist ihm auf die Hühneraugen getreten. Los gehen wir. Eines Tages werdet ihr alle am Galgen enden. Worauf?
Worauf wartest du noch? Hilf ihm endlich! Wir sind jetzt weg. Wir werden für dich einen Arzt rufen. Du hast dich geschlagen wie ein Held. Wir brauchen deine Hilfe. Die Eisenbahndirektion hat bewaffnete Männer eingestellt, die die Arbeiten schützen sollen. Wie soll ich sie behindern? Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das ganze Gebiet zu kaufen. Wir müssen das Angebot erhöhen. Wir haben jetzt schon enorme Verbindlichkeiten. Wo soll ich die Summe hernehmen? Oh, ich weiß. Sie könnte aus St. Louis kommen. Und wie? Das könnte noch in dieser Woche geschehen. Ich habe da eine geheime Mitteilung bekommen. Das Leben ist wirklich voller Überraschungen. Man schickt uns die notwendigen Mittel zur Finanzierung des Baues der Eisenbahnlinie von hier bis an die Grenze unseres Staates. Und genau in Ihrem Institut soll diese enorme Summe deponiert werden? Bei aller Bescheidenheit muss ich sagen, wir haben einen ausgezeichneten Ruf und gelten als sehr sicher. Gegen Ende der Woche soll mit einem Kurier von Wells Fargo die Summe in Gold und Banknoten aus St. Louis hier eintreffen. Balsam für meine Ohren. Wir werden Sie irgendwo aufhalten. Aber gehen Sie vorsichtig vor. Sie haben eine Eskorte. Das wird Angel keine Schwierigkeiten bereiten. Er arbeitet lautlos. Ich hoffe, dass der Verdacht nicht sofort auf mich fällt. Sonst setzen wir alles aufs Spiel und unsere Zusammenarbeit wäre beendet. Seien Sie doch nicht jetzt schon nervös, Porter. Ich habe nicht die Absicht, meinen Finanzier zu verlieren. Ich würde sagen, wir machen das hier am Pass. Entscheide das allein. Ich wette, Grayton spuckt jetzt Galle. Er ist völlig außer sich. Er hat die Ruhe verloren. Ja. Er kann nicht mehr mit den einzelnen Farmern verhandeln, sondern hat die ganze Genossenschaft gegen sich. Und damit ist er geschlagen. Er hat keine Möglichkeit mehr, die Leute zu erpressen. Und wenn erstmal die Eisenbahnlinie fertig ist, dann bekommt jeder das Eigentum an seinem Stück Land wieder und alles ist so wie früher. Die Gründung der Genossenschaft war eine gute Idee. Oh, danke, Mrs. Carson. Wir müssen jetzt Grayton zuvorkommen und das bedeutet, dass ich laufend informiert werden muss. Das durfte nicht einfach sein, denn Grayton hat alles unter Kontrolle. Er hat mehr oder weniger alle gekauft, genau wie den Sheriff. Auf den können wir auch nicht bauen. Es soll nicht wieder vorkommen. Nein, mein Lieber. Sag mal, was murmelst du da? Was ich jetzt vorschlage, geht mir schwer über die Lippen. Ich tue es. Ich tue es nicht gern. Also pass jetzt bitte auf, Kid. Du musst aus der Lady im Saloon etwas herauskriegen. Sie steht Grayton ziemlich nahe und weiß, was er ausbrütet. Mein Vorschlag macht mich ein wenig verlegen, aber... Wenn ich du wäre, dann würde ich mich mit diesem schlimmen, mit dieser anständigen Frau näher einlassen. Du meinst, dass ich ihr etwas näher treten soll? Na, dann Prost. Nur ein bisschen. Die Idee gefällt mir überhaupt nicht, aber dank deines Segens werde ich es sicher schaffen. Dann gehe ich jetzt. Okay? Und drück mir die Daumen, ja? Beide sogar. Ich bitte dich, geh nicht zu weit. Nur so lange, bis du die Informationen hast, ja? Selbstverständlich wird er ihr nicht zu nahe treten. Aber der Zweck heiligt nun mal die Mittel. Auch sie ist im Grunde nur ein Opfer. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie im Grunde ihres Herzens nach wie vor eine gute Frau ist. Und wenn sie dich verrät? Tja, Madam, das ist das Berufsrisiko. Vielleicht kann ich dir noch ein paar Ratschläge geben aus dem reichen Erfahrungsschatz meines langen Lebens. Ich sag dir nur eins. Keine Bibelsprüche, ja? Nein, nein, versteh mich nicht falsch. Das ist berufliche Erfahrung. Ich habe die Bekenntnisse so vieler entgleister Menschen anhören müssen. Ja, und deshalb bist du so weiser, als hättest du bereits 100 Leben gelebt. Ich sage dir, mein Sohn, hüte dich. Wer sich der Gefahr aussetzt, wird in Sünden verfallen. Und der Herr muss dir vergeben. Ich dachte, du würdest dich nur für Parfum interessieren. Nein, nein, lass das stehen. Das ist ein Parfum für Männer. Das ist ziemlich stark. Das haut einen wirklich um. Sag mal, läuft das immer so bei dir? Ich meine, dass du mit allen ins Bett gehst. Oder bin ich eine Ausnahme? Ja, das bist du. Danke. Wie, Grayton? Mit ihm muss ich mich immer nur einlassen, wenn er betrunken ist. Aber es gefällt mir nicht. Wenn ich es nicht tue, ist er sehr wütend. Tust du es nur deshalb?
Wie soll ich dir das erklären? Hier in unserem kleinen Springfield muss man sich beschützen lassen. Das verstehe ich. Er herrscht hier. Die ganze Stadt liegt ihm zu Füßen. Er benimmt sich, wie er will. Ich frage mich nur, ist so ein Mann fähig, jemanden zu lieben? Auf seine Art schon. Er ist sehr eifersüchtig. Er wäre in der Lage, mich umzubringen. Oh, Gott sei Dank ist er nicht hier. Wo ist er im Augenblick? Ich weiß es nicht. Ist er in Sacramento? Oder in Phoenix? Ich glaube, er ist zum Rabenpass geritten. Zum Rabenpass? Was macht er da oben? Da gibt's da nur Felsen. Da gefällt's mir im Bett hier wesentlich besser. Was hat er da verloren? Na, ist auch egal. Weiß ich wirklich nicht. Ich soll mich auch nicht in seine Angelegenheiten mischen. Vielleicht hat er da oben eine Goldader gefunden. Und will sich still und leise die Konzession sichern. Das ist doch egal. Sei glücklich, dass du hier bist. Ich halte dich in meinen Armen und Creighton ist weit weg. Na, du willst doch nicht etwa behaupten, dass du dich in mich verliebt hast. Das ist gut möglich. Hättest du etwas dagegen? Mir gar nicht. Wir haben die Eskorte umgelegt. Wenigstens haben sie die Kasse dagelassen. Und die holt ihr jetzt. Geh, hilf ihnen. Geh mal darüber! Wir lassen sie erst mal ein Stück runter. Der Mann ist nicht schwer. Ich hab sie! Ganz langsam kommen lassen. Wie sagt mein Vater, Geld hat Gewicht im Leben. Ja, und zwar genau 70 Kilo. Danke, Freunde. Hat alles bestens geklappt. Darauf sollten wir einen trinken. Das war ein toller Trick. Wie heißt das Spiel? Guter Mann. Du hast dich leider zu früh gefreut, mein Freund. Ein parfümiertes Köpfchen raus, damit ich den hübschen Scheitel ziehen kann. Komm raus, Junge, und lass dich von mir kämmen. Du hast leider verspielt. Du nimmst nicht so schwer, Junge. Wir müssen alle irgendwann den Löffel abgeben.
Der Sensenmann steht schon bereit, um dich in Empfang zu nehmen. Hey, Gentlemen! Der Sensenmann bin ich! Kannst rauskommen, Junge. Die Luft ist jetzt nicht mehr so bleihaltig. Ah, sieht ja hier aus wie auf dem Friedhof. War ganz schön eng da drin. Außerdem kriegt mein Anzug Falten. Jetzt wird groß abkassiert. Ja, 4 oder 5 Mal Kopfgeld und eine Ladung Gold. Ich könnte mir denken, dass Grayton jetzt ganz schön sauer ist. Wir können ihn ja mal fragen. Ich würde lieber erst den Sheriff besuchen. Der wird sich freuen. Vor allem muss er ans große Portemonnaie. Da muss er mit seinen langen Armen ganz schön in die tiefe Tasche. Allerdings. Die sind schon überfällig, Mr. Grayton. Wahrscheinlich müssen Sie noch die Spuren verwischen. Mr. Grayton! Hey, Boss! Oh, Mr. Grayton. Was ist los, Angel? Wir hatten schon die Kasse, aber wir sind überfallen worden. Hier muss irgendwo ein Spion sitzen. Ah. Warum ist es schiefgelaufen? Ja, weil dieser Kid da war. Schon wieder dieser verdammte Kerl. Und dann kam ihm einer zu Hilfe, der Dollar heißt. Dollar. Das hätte ich mir fast denken können, dass dieser Kerl auch beteiligt ist. Das ist noch nicht alles, Senior Grayton. Dieser Bursche, der Kid, ist ein Ranger. Ein Ranger? Das kann gefährlich werden und bringt uns Komplikationen. Nein, Senior, Sie sind alle tot. Es gibt keine Zeugen. Doch, einen. Und der heißt Angel und wird in einer Sekunde von der Bildfläche verschwinden. Tote reden nicht. Los, bringt ihn raus. Was glauben Sie, was der Ranger vorhat? Von der Ladung Gold wussten nur wir beide. Und der Sheriff. Man wird mich verdächtigen, Sir. Ich bin in der Sache der Hauptbetroffene. Ich weiß, wer der Verräter ist. Das kannst nur du gewesen sein. Du hast eine Schwäche für diesen Bengel. Du hast dich selbst verraten. Ich habe dich beobachtet, wie du ihn angesehen hast. Du hast ihn laufend angestarrt. Nein. Doch, damit hast du mich verraten. Nein, Frage nicht, mit zu widersprechen. Nein! Nein! Hör auf, mich zu schlagen, bitte! Lass mich in Ruhe! Nein! Sheriff, kommen Sie mal runter. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ihr könnt die Kiste abladen. Schön vorsichtig. Dafür gibt es nämlich eine Menge Geld. Was wollen Sie mit der Vorstellung bezwecken? Reiten Sie zum Rabenpass und nehmen Sie den Totengräber und eine große Schaufel mit. Können Sie mir das näher erklären? Die Geldlieferung ist sicher eingetroffen. Eigentlich wollte sie Mr. Grayton rauben. Wer erlaubt Ihnen, Mr. Grayton so zu verleumden, Sie dreckiger Kopfgeldjäger? Mm-mm. Und wie kann sich ein dreckiger Sheriff erlauben, einen Captain der Rangers so zu beschimpfen? Erlauben Sie? Sie sind Ihres Amtes nicht würdig, Sheriff. Wir wollen nicht lange rumreden. Wir haben hier etwas aufzubewahren.
Das ist ein harter Brocken, was, Männer? Das ist eine hübsche Summe. Öffnen Sie die Zelle, Sheriff. Was soll ich? Die Zelle öffnen. Tja, Sheriff, den Schlüssel bitte. Aber ein bisschen schnell. Jetzt fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Sie müssen Grayton verhaften. Ich soll Grayton verhaften? Ja, ja. Aber es gibt keine Beweise, die diese Anordnung rechtfertigen. Da liegen 6 seiner Männer oben am Rabenpass. Langt das? Los, kommt! Aber Mr. Grayton kann nicht für die Taten seiner Männer verantwortlich gemacht werden. Sie gehören doch nicht etwa auch dazu, oder doch? Wer, ich? Na, wer denn sonst? Denken Sie in aller Ruhe darüber nach, Sheriff. Wir geben Ihnen reichlich Zeit dazu. Ich wollte nur sagen, dass Sie sich auf ein riskantes Unternehmen einlassen. Das Haus von Grayton wird scharf bewacht. Er hat ein Heer um sich. An Ihrer Stelle würde ich mir nicht bei jeder Kleinigkeit in die Hose machen. Sie haben doch Mut, Sheriff. Den können Sie jetzt unter Beweis stellen. Natürlich helfen wir Ihnen dabei. Wollen wir gehen? Ihr müsst mir helfen. Bitte helfen Sie mir. Was ist geschehen? Meine Tochter, sag, was ist geschehen? Du hast nie Schwein gehabt, was? Nein, nie, Captain. Pass bloß auf, dass du nicht so viel ausgibst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mabel, hab Mut. Du schaffst es. Du musst dran glauben. Ich bin ja bei dir. Und der Herr ist auch bei dir. Und wir beide, wir werden dich beschützen. Kid! Kid, komm mal her! Ja? Mabel! Mabel! Ach, Kid! Mabel, was ist passiert? Komm, sag es mir! Es war Grayton. Brauchen Sie noch mehr Beweise, Sheriff? Tun Sie Ihre Pflicht und verhaften Sie ihn. Schöpfer, nimm unsere kleine Mabel bei dir auf. Sie hat allen Herren in dieser Gemeinde treu gedient. Sie ist unter schlechten Einfluss geraten. Doch im Inneren ihres Herzens war sie ein aufrichtiges Mädel. Sie noch, Mr. Grayton. Wir müssen weg von hier. Ohne meinen Befehl geht niemand. Ein halbes Dutzend Ihrer Männer ist umgebracht worden. Der Überfall ist schiefgelaufen. Was soll denn sonst noch passieren? Trinken Sie erst mal einen Schluck. Sie können ja hierbleiben und tun, was Sie wollen, aber ich gehe jetzt. Nein, Sie gehen höchstens in die Hölle. Wieder einer, der nicht lernen wollte, dass man mir schweigend gehorchen muss. Dieser Dummkopf. Niemand verlässt das Haus, es sei denn, er will Sando Kid und seinen Freund erschießen. Hab ich mich klar ausgedrückt? Ich glaube, ja.
Bewaffnet euch bis an die Zähne und bezieht überall Posten. Wenn sie hier auftauchen, sollen sie glauben, dass sie ein Waffenlager und ein ganzes Heer vor sich haben. Sagen Sie, dass wir rein wollen. Mach auf, Junge, ich bin's! Ihr könnt aufmachen, das ist der Sheriff! Mach schnell wieder zu und verrammelt das Tor! Die Beine sind draußen, es gibt Ärger! Nach Ihnen, Captain. Bitte. Schnelligkeit der Jugendzeichen. Alter muss der Jugend weichen. Zu Befehl. Los, gib mir Feuerschutz! Gottes Sohn ist überall und damit auch die Tasche. Los, darüber! Als ob einer auf heißes Eisen fischt. Dieses sollte doch über die Totengräber werden. Ruhet in Frieden. Noch einer. Du hättest ein paar Pfund abnehmen sollen, dann würdest du nicht so eine Zielscheibe abgeben. Kannst du das mal anzünden? Die Jungs wollen nämlich grillen. Das war verfeinstes Herrenparfüm. Das da drüben muss der Chef sein. Bist du tot, oder? Denn damit sind dir deine Sünden vergeben. Auch deine Sünden sind vergeben. Oh! So schlägt Alkohol zu. Oh.
Mein Freund, sag's durch die Blume. Das nächste Mal gibt's Pfeilchen aufs Auge. Hallo, Junge! Das tut mir wirklich leid. Schlaf gut. Mea culpa. Hey! Ihr braucht euch doch nicht hinzuschmeißen, bloß weil ich hier durch will. Ich bin hier, Kid! Ich kenne Ihren Trick. Ich habe ihn mir gut gemerkt. Sie haben jetzt nichts mehr zu befürchten. Es ist nicht mein Stil, unbewaffnete Männer zu töten. Wie Sie das gemacht haben. Wer bist du, Junge? Den haben Sie mir mal gegeben, Captain. In der Zwischenzeit kann ich damit umgehen. Leg ihn schon um. Erschieß ihn! Worauf wartest du? Erschieß mich! Das wäre zu einfach, Grayton. Diesen Gefallen möchte ich Ihnen nicht tun. Ich bin hier, um Sie zu verhaften. Wenn's geht, lebend. Das wird gar nicht so leicht sein, Ranger. Versuch's doch. Der Mann, der mir Handschellen anlegen will, ist noch nicht geboren. Und diesen Erfolg will ich dir nicht gönnen, Sandokit. Wenn du mich lebend willst, komm her. Auftrag erledigt. Ich habe ihn verhaftet. Aber er ist tot, wie es deine Art ist. Ja, das stimmt. Das Gesetz sagt tot oder lebendig. Und ich halte mich nun mal an die Buchstaben. Ich auch, an die Heilige Schrift. Spuck's aus. Und dieser Haufen Dollar, wer gibt den denn nun aus? Da würdest du wohl gern mitmachen, was? Ja.
Ho! Ho! Wir geben den Schlüssel in deine Obhut, aber denk dran, die Geldkiste ist für die Eisenbahn bestimmt. Ich bin eben eine Vertrauensperson. Wenn hier eines Tages die Eisenbahn vorbeifährt, kommen wir bestimmt wieder. Wieso bleibt ihr nicht? Männer wie euch können wir hier gut gebrauchen. Leonore will langsam heiraten. Sie sucht einen Mann. Oh, das wäre was für Kids. Ach, hört auf, ihr macht Witze. Mit der Ehe habe ich nichts am Hut. Überleg dir das nochmal. Das wäre bestimmt mit einer Beförderung verbunden. Wenn du ablehnst, hast du schlechte Karten. Dann wirst du nämlich von mir eingesperrt. Ach ja? Ist das ein Befehl? Dann werde ich natürlich gehorchen. Du solltest schon mal an die Aussteuer denken. Natürlich tue ich das. Bruder Brown, du Retter in allen Lebenslagen. Gott sei Dank lebst du im Zölibat und ich muss mir deine guten Ratschläge als Ehemann nicht anhören. Die Erfahrung mache ich selbst. Aber es gibt dann noch die göttliche Vorsehung und die würde ich dir verraten. Lieber nicht. Adios, Captain. Wir erwarten Sie. Bis bald. Adios.